Ich würde Sie so gerne belohnen mit irgendwas Heiterem zum gemeinsamen Abschmunzeln. Stattdessen müssen wir schon wieder über Wladimir Putin reden. In der Ukraine läuft es gerade richtig schlecht für ihn. Und seine Antwort lautet wenig überraschend: Eskalation. Was sonst? Putin verkündet die Teilmobilmachung und droht dem Westen einmal mehr mit Atomwaffen. Möglicherweise, sagen manche Experten, ist das ein Ausdruck von Schwäche, von Verzweiflung. Was es aber nicht weniger beunruhigend macht. Diejenigen, die uns drohen, erinnere ich daran, dass auch unser Land über diverse Zerstörungsmittel verfügt. Und in einzelnen Komponenten sind die moderner als die der NATO. Okay, ist jetzt wirklich nur ein unverbindlicher Tipp. Aber ich finde, wenn man der Welt mit seinen hypermodernen Waffen droht, sollten nicht gleichzeitig Festnetztelefone von 1982 im Bild sein. Ja. Für die Teile kriegt er bei Bares für Rares nicht mal mehr eine Händlerkarte. 300.000 Reservisten will Putin einziehen. Und diese Nachricht hat in der russischen Bevölkerung natürlich sofort Begeisterungsstürme ausgelöst. Nach Putins Rede gestern früh kam es zu einem Ansturm auf One-Way-Tickets. Viele Flüge aus Moskau raus sind bereits ausgebucht. Was? Die Russen haben noch Flugzeuge? Glückwunsch, ernsthaft Glückwunsch an alle, die so schnell rausgekommen sind. Auf einem deutschen Flughafen hätten sie in der Zeit noch nicht mal ihr Gepäck aufgegeben. In ganz Russland haben wieder mutige Menschen demonstriert. Hunderte wurden verhaftet, zusammengeschlagen von der Polizei, während Putin in der Ukraine Scheinreferenden veranstaltet. Unter Kriegsrecht sollen die Bewohner in 4 geklauten Regionen ab heute, sagen wir mal, abstimmen, ob sie zu Russland gehören wollen oder doch lieber zu Russland. Ich vermute mal, das läuft ähnlich transparent wie damals auf der Krim. Die Transparenz beginnt an diesem Tag mit gläsernen Urnen. Geheime Wahlen sehen anders aus. Für die Stimmzettel gibt es nicht mal Umschläge. Jeder hier sieht, was angekreuzt wurde. Wie praktisch, oder? Wenn man die Adressen lesen kann, geht das doch viel schneller mit den Verhaftungen. Ist doch toll. Und natürlich werden auch bei den neuen Referenden ab heute wieder durchsichtige Urnen eingesetzt. Da steht dann eine, wo man für den Anschluss an Russland stimmen kann. Aber dagegen stimmen geht natürlich theoretisch auch. Nur muss man dann halt am sibirischen Tiger vorbei. Ich habe so eine Ahnung, wie es ausgeht. Ja, leider null Entspannung also in diesen schlimmen Zeiten. Übrigens gilt das auch für die Energiekrise, die wir gerade erleben. Die Bundesregierung, Sie werden es gelesen haben, hat Uniper verstaatlicht. Herzlichen Glückwunsch, der Hauptgewinn beim Schrottwichteln. Ja, ist ja so. Uniper hat den Fehler gemacht, zu 50% auf russisches Gas zu setzen. Und wir Idioten haben den Fehler gemacht, beim Gas zu 40% auf Uniper zu setzen. Aber komm, sehen wir das Positive jetzt, wo Uniper uns quasi allen gehört. Ne? Ist die doofe Gasumlage ja wohl vom Tisch. Ne? Was? Nicht? Sag mal. Dreht der Habeck jetzt völlig durch, oder was? Bitte? Tut er? Und was hören wir von der Opposition? Und das ist der eigentliche Punkt. Die Gasumlage muss weg. Sind wir denn hier im Fußballstadion, oder was? Ist das eine Demo? Muss weg. Sie sind die Muss-weg-Opposition. Komm her, du. Haben Sie gesehen? Merz pöbelt direkt zurück. Ich schieb dir deine Gasumlage, du. Ein Niveau. Aber ist schon ganz lustig, wie auch SPD und FDP den Robert beim wohlgemerkt gemeinsamen Projekt Umlage schön im Regen stehen lassen. Von wegen you'll never walk alone. Selten ist einer so alone gewalkt wie der. Ja, also Sie merken es, dicke Luft in der Ampelregierung. Und vor allem zwischen den Herren Habeck und Lindner hat sich ordentlich was angestaut, ordentlich verhakt. Und kein Machtwort von Olaf Scholz. Ist die Gasumlage für einen verstaatlichten Konzern jetzt rechtskonform oder nicht? Bitte um eine klare Antwort. Die finanzverfassungsrechtlichen Prüfungen laufen auf Hochtouren. Es gibt keine weitere Prüfung, sie ist abgeschlossen. Ja, wie denn nun? Alte Regel. Wenn zwei sich streiten, zahlt der Dritte. Und das sind in dem Fall leider wir. Vor allem Lindner besteht auf Gasumlage, weil er sonst das ganze Geld für Uniper und Co. aus dem laufenden Bundeshaushalt bezahlen müsste. Und dann heißt es auch fürs nächste Jahr, bye-bye Schuldenbremse. Nicht mit ihm, Freunde. Ich fürchte ja, der Lindner, ne, ist wirklich besessen von dem Thema Schuldenbremse. Besessen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Gaspreisdeckel. Der müsste jetzt, sagen Experten, ganz schnell kommen, um den deutschen Mittelstand, das Handwerk, noch von der Pleitewelle zu retten. So wie das zum Beispiel die Niederländer machen.
aber geht nicht bei uns wegen Schuldenbremse. Das Thema der nächsten Wochen. Wie kriegen wir den Christian runter von seinem kranken Fetisch? Er sieht aus wie ein ganz normaler Finanzminister. Doch tief in ihm drin brodelt eine dunkle Leidenschaft. Wir müssen schnellstmöglich zurück zur Schuldenbremse. Schuldenbremse. In diesem Berliner Darkroom bremst der junge Sparfuchs ungehemmt vor sich hin. Nachts im Schein der Energiesparfunzel den Haushalt zusammenstreichen, bis er quietscht. Er fesselt sich an die schwarze Null, weil er es kann. Sehen Sie Publikumsliebling Ross Anthony als Christian Lindner, Veronika Ferres als Ampelkoalitionsvertrag und wie immer Mr. Magoo als Olaf Scholz in 50 Shades of Schuldenbremse. Er spart uns richtig durch. Geil. Schon geil. Und ja, komm. Komm, er meint's ja gut. Tatsächlich würde ich Herrn Lindner die Rolle als sparsame schwäbische Hausfrau, die unser Geld beschützt, sogar abnehmen, wenn er nicht gleichzeitig längst mit Schattenhaushalten und Sondervermögen jonglieren würde. So, die Verstaatlichungswelle rollt. Sie, liebe Zuschauer, kaufen sich gerade einen großen Gasimporteur nach dem anderen. Warum auch immer. Und wir schalten deshalb mal live zur Uniper-Zentrale in Düsseldorf, wo der Kollege Ulrich von Hesen heute an einer Protestkundgebung teilnimmt. Ich nehme mal an, in seiner Eigenschaft als wütender Gaskunde. Nee, Welke. In meiner Eigenschaft als Eigentümer. Die Klitsche ist verstaatlicht, das heißt, mir gehört der ganze Bums hier. Mein Enkel Marvin und ich, wir holen heute alles raus, was geht bei Uniper, bevor der Laden endgültig pleite ist. Ja, mach hin, Herr Marvin. Der Pförtner hat so komisch geguckt, Opa. Der hat nicht komisch zu gucken, der gehört uns auch. Uns gehört hier alles. Ja, nun geh wieder rein. Ein paar gute Sachen holen. Fernseher, Schmuck, Bargeld, sowas. Wir müssen uns beeilen. Uniper verbrennt jeden Tag 100 Millionen Euro. Ganz aktuell noch mal 7 Milliarden Kredit, die wir dem finnischen Staatskonzern Fortum zurückzahlen müssen. Hier die Reaktion der finnischen Ministerpräsidentin. Tja, da würde ich auch tanzen, wenn ich einen Blöden gefunden hätte, der mir den Rotz abkauft. Naja, wir hatten ja keine Wahl, Herr von Hesen. Uniper ist systemrelevant, da hängt unser kompletter Energiemarkt dran. Naja, kann sein. Aber man kann ja trotzdem mal das Kleingedruckte lesen. Zusammen mit Uniper haben wir nämlich, kein Witz, aus Versehen auch 4 russische Kohlekraftwerke gekauft. Zum Mitschreiben, dem deutschen Staat gehören plötzlich Kohlekraftwerke in Russland. Müssten wir jetzt nicht gegen uns selbst Sanktionen verhängen? Und jetzt mal eine ganz andere Frage. Warum sollen eigentlich nur wir Gaskunden mit der Umlage die Zeche zahlen? Mein Nachbar hat eine Ölheizung. Ich kann das Grinsen von der dummen Sau nicht mehr ertragen. Gut, ja. Die Gasumlage war halt mit der heißen Nadel gestrickt. Das ging nicht anders. Ich habe eh das Gefühl und ich mache mir Sorgen, weil der arme Robert Habeck nur noch Millimeter entfernt ist von einem amtlichen Burnout. Die Gefahr begann, gebannt. Wie heißt das? Kohlendioxid-Kommuniqué. Nein, brauchen wir immer noch, wie soll ich sagen? Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, jetzt bin ich in der Comedy-Sendung gelandet. Ja, ich sag mal, wie heißt es so schön? Augen auf bei der Berufswahl. Och Marvin, was hast du denn da jetzt geholt? Du wolltest doch einen Manager, der dein Auto wäscht. Ach ja, stimmt. Da drüben der Mercedes und nicht Felgen vergessen, Freundchen. Wer für mich arbeitet, arbeitet gründlich. Ulrich von Hesen, vielen Dank. Ulrich von Hesen. So, meine Damen und Herren, ich könnte mir vorstellen, Ihr privater Bedarf an schlechten Nachrichten ist im Moment weitgehend gedeckt, aber übermorgen könnte die nächste kommen. In Italien wird gewählt und da ist wohl ein Rechtsruck, sagen Experten, überaus wahrscheinlich. Ja,
Ein Mitte-Rechts-Bündnis aus Forza Italia, Lega und Fratelli d'Italia hat beste Aussichten, die italienische Regierung zu bilden. Gemeinsam haben sie neulich Mario Draghi gestürzt, denn der war kompetent und unbestechlich. Mit anderen Worten, nicht tragbar. Wenn's blöd läuft, heißt die Ministerpräsidentin also bald Giorgia Meloni von den Fratelli, die sich in der Tradition der italienischen Faschisten sehen. Muss man sich Sorgen machen? Wenn ich eine Faschistin wäre, dann würde ich das sagen. Aber ich bin keine Faschistin, sagt Giorgia Meloni. Ja gut, wenn sie das sagt. Ne? Ich meine, Faschisten sind ja sehr ehrliche Menschen, hört man. Ne? Wobei, müssen wir dazu sagen, die Fratellis gelten offiziell als Postfaschisten. Das ist bestimmt viel besser, meine Damen und Herren. Jedes Land, das sollten wir respektieren, hat seine eigenen Bräuche. Und in Italien waren die Faschisten halt immer ziemlich gut integriert. Die Urenkelin von Benito Mussolini saß bis 2019 im Europaparlament. Das hat Hitlers Enkel nie geschafft. Ja. Ja, weil der Führer zum Glück nur einen Hoden hatte und keine Kinder. Ich meine, klar, wenn man sich die Wahlveranstaltung der Fratelli genau anguckt, sieht man da schon den einen oder anderen römischen Gruß. Oder, ja, vielleicht verstehe ich es auch falsch, ne? 5 Ramazzotti bitte, oder so, kann ja sein. Was würde eine Ministerpräsidentin Meloni für Europa bedeuten? Sie hat der Europäischen Union bereits ausrichten lassen, der Spaß sei vorbei, Zitat Ende. Ich wusste gar nicht, dass der angefangen hat. Welcher Spaß? Ich möchte ein Europa, in dem Brüssel nicht Dinge tut, die Rom besser kann, sondern ich möchte, dass Brüssel tut, was Rom alleine nicht kann. Zum Beispiel unsere Rechnungen bezahlen. Ja. Italien kriegt alleine unfassbare 192 Milliarden Euro aus dem Corona-Stabilisierungsfonds der EU. Trotzdem wettert Meloni weiter gegen Brüssel. Und natürlich gegen Wokeness und LGBTQ-Terror. Neulich haben sich ihre Fratelli zum Beispiel furchtbar aufgeregt, weil in einer Pepper-Wutz-Folge ein kleiner Eisbär von seinen beiden Müttern erzählt hat. Wie stellen die sich denn das ideale Kinderfernsehen vor? Peppa Porco, das Faschoferkel. Peppa kommt aus der Schule. Na, haben wir nicht was vergessen, Peppa? Wenn wir nach Hause kommen, was machen wir da? Den römischen Gruß, Mama. Aber Mama, der sieht ja genauso aus wie der Hitlergruß. Halt die Klappe, dummes Schwein. Das sind zwei völlig verschiedene Grüße. Papa Porca kommt von der Arbeit. Boah, ich hab den ganzen Tag Flüchtlinge abgeschoben. Ich muss erstmal unter die Duce. Da lachen alle, denn Duce hieß ein beliebter Politiker in Italien. Na, Peppa, was habt ihr denn heute gelernt in der Schule? Die Lehrerin hat gesagt, eine Familie kann auch zwei Mamas haben und keinen Papa. Das finde ich toll. Aha, wenn das so ist, kannst du hier leider nicht mehr wohnen. Du wohnst ab jetzt bei Onkel Tönnies in Deutschland. Ciao. Ciao, Mama. Peppa Porco, das Faschoferkel. Peppa Wutz, ganz bald auf eurem Schulbrot, Kinder. Das ist aber vielleicht alles auch kein Grund zur Aufregung. Meine italienische Regierung halten im Schnitt nur 14 Monate. Es geht doch auch rum. Und wer weiß, vielleicht wird es sogar ganz ulkig, denn Melonis Sidekick ist hier ein alter Bekannter. Silvio Berlusconi, ist noch ein Begriff, oder? Ja. Ja, der Mann mit der angetackerten Teppichfliese auf der Birne ist politisch einfach nicht totzukriegen. Obwohl er echt alles versucht hat. Ernsthaft, wer wählt den? The man who screwed an entire country. Der Mann, der ein ganzes Land, verzeihen Sie, fickte. Mein Gott, was ist bloß aus der Sendung Kulturzeit geworden? Ein verfickter Saustall, meine Damen und Herren. Ja, ich meine, Berlusconis Hobbys, die sind mir völlig egal, die sind mir Schnurz. Viel schlimmer ist seine anhaltende Freundschaft mit Wladimir Putin. Und auch Matteo Salvinis Lega rühmt sich ihrer Kreml-Kontakte. Also jetzt ganz aktuell, natürlich nicht mehr so laut, aber bis neulich, noch 2019, nannte Salvini Wladimir Putin den, ich zitiere, besten lebenden Staatsmann der Welt. Und auch dieses extrem blöde Urlaubsfoto lässt wenig Interpretationsspielraum, sage ich mal. Putin arbeitet seit Jahren mit... Finden Sie lecker oder was? Putin arbeitet seit Jahren mit viel Geld daran, die EU kaputt zu kriegen. Und wenn es blöd läuft, kommt er diesem Ziel am Sonntag deutlich näher. Europa wird ja insgesamt rechter. In Schweden sitzen auch bald Rechtspopulisten in der Regierung. Ist ja so, ist ja so. Und wenn es
Wenn es Brüssel nicht mal schafft, den Rechtsstaat im kleinen Ungarn zu verteidigen, wird das in Italien erst recht nicht klappen. Andererseits, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber Italien kann ich nie lange böse sein. Dafür ist es da einfach zu schön und zu lecker. Oh Mensch, ich merke gerade, ich bin schon wieder in Urlaubsstimmung. Giorgia Meloni präsentiert Italo Hits 88. Freuen Sie sich auf die Populistenversion des Klassikers Felicità. Gender Gaga, wollen wir nicht in den Schulen mit Lesben und Schwulen, kein Gender Gaga. Und natürlich auf Eros Ramazzottis Insolvenzhymne. Wir sind bald eine Pleite-Nazione, reicht nicht mal für eine Calzone. Feiern Sie Umberto Tozzi und seine legendäre Gänsehautballade. Putin, amor, ich sage Putin, amor. Schlechte Laune garantiert. Italo Hits, Hits 88. Nur 9,99 Euro, beziehungsweise ganz bald 300.000 Lire. Ja, aber Vorsicht, Vorsicht. Hier besteht ausdrücklich kein Grund zur Arroganz. Die Italiener haben zum Beispiel eine Übergewinnsteuer, wir nicht. Und nicht nur italienische, auch deutsche Parteien pflegen ja weiter ihre Nähe zu Putins Russland. So hat gerade diese Woche eine lustige AfD-Reisegruppe für Schlagzeilen gesorgt. Herzlich willkommen zu Sonnenklaro TV. Hallo! Hallo, liebe Weltenbummler. Die Herbstferien stehen wieder vor der Tür und damit die alte Frage, wohin diesmal? Radtour durch die Pyrenäen und jeden Abend den wunden Pöter mit Penatencreme einschmieren? Oder doch eine Woche Dauerregen auf Usedom mit Mutti und danach die Scheidung? Ja, das klingt alles total verlockend, Albrecht, aber wie wär's denn mal mit was Neuem? Also einem wirklich originellen Reiseziel. Mehrere Politiker der AfD sind nach eigenen Angaben gerade in Russland unterwegs und planen, die von Russland besetzte Ostukraine zu besuchen. Es soll wohl in den Donbass gehen. Ah, der Herbstklassiker. Indian Summer im Donbass. Oder, wie man bei der AfD sagt, Indianersommer. Albrecht, bitte, man sagt nicht mehr AfD. Man sagt indigene Idiot-Patrioten. Entschuldigung, das war jedenfalls die überraschendste Buchung des Jahres. Die Herren Tillschneider, Blecks und Wald vom AfD-Flügel wollten sich angesichts, Zitat, verzerrender Berichterstattung ein eigenes Bild von der Lage machen. Eingeladen vom Putin-Regime. Und das finde ich eine ganz wunderbare Idee. Tatsächlich möchten wir heute möglichst viele AfD-Funktionäre aufrufen, sich in der umkämpften Ostukraine selbst ein Bild zu machen. Ja, ja, wirklich, jetzt anrufen und direkt buchen. Wir haben nur noch wenige 100.000 Plätze frei. Und ja, mit etwas Glück kostet sie der Flug nichts, wie bei den drei Flitzpiepen hier. Bezahlt vom Steuerzahler bzw. der AfD-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt, kurz AfD-SA. Ja, leider endete der Romantiktrip aber schon in Russland, weil irgendwelche Spaßbremsen aus der Partei Bedenken hatten. Kriegstourismus ist wohl schlecht fürs Image. Wer hätte das gedacht? Ja, komisch. Ja, die AfD hat ja sowieso gerade eine Pechsträhne hier neulich im Wahlkampf. Kurz vor der Landtagswahl in Niedersachsen am 9. Oktober hat die AfD jetzt Gummibärchen unters Volk gebracht. Die kleinen Gummisüßigkeiten, die den Pfeil im Parteilogo der AfD darstellen sollen, sehen aus wie rote Penisse. Du liebe Güte, eine ganze Tüte Pimmel. Das darf einer homophoben Partei aber eigentlich nicht passieren. Nein, das stimmt. Nein, nein. Ja, ja, also auch deswegen reisen die ja so gerne nach Russland, weil sich da ein autoritärer Herrscher eben nicht durchgendern lässt. Ich habe in der Tat das Gefühl, der Abgeordnete Tillschneider ist sogar ein kleines bisschen verknallt. Wenn man allein schon Putin als Präsidenten ansieht und Biden, wenn man diese Typen vergleicht, ja, ein echter Kerl, ein richtiger Mann mit gesunden Wertegerüst und da eine giftige alte Kröte, ja. Moment, giftige alte Kröte, ist das nicht der Kosename von Beatrix von Storch? Also, nein, ist es nicht, weil das wäre ja frauenfeindlich. Also, liebe AfD-Fans, wer jetzt noch Mallorca bucht, der hat den Schuss nicht gehört. Russland auf Steuerzahlerkosten, oder?
kriege ich gerade rein, eine exklusive Wellnessreise nach Nordkorea. Oh. Ayurveda in Pyongyang. Undemokratischer geht's beim besten Willen nicht. Toll. Noch ein AfD-Penis? Auch sehr gerne. Die sind aber weich. Ja, klar. Albrecht Humboldt! Die haben gesagt, ich soll meinen Lieblingswitz erzählen. Ja, das mache ich gerne. Also, kommen ein Pferd, Jeff Bezos und der Papst in eine Bar, sagt der Barkeeper, abonniere endlich den verkackten Heute-Show-Kanal! Also, geht doch!